So ihr Lieben, ich bin jetzt im Berliner Olympiastadion. Hertha spielt heute gegen Leipzig. Und ja, Leipzig will oben dran bleiben. Hertha muss unten raus. Bin gespannt. Viel Spaß beim Video. So, und rein geht's ins Stadion. Mal gucken, ob 10.000 da sein werden. Das ist quasi das schöne Blau des Stadions, sieht natürlich immer wieder geil aus. Das war Leipzig begrüßt. Jetzt kommt die Mannschaft auf Stellung. Spiel aber ganz gut aus. Das ist auch wirklich eine gute Mannschaft sein. Der Ballbesitz und ja, die ersten 1-2 Stunden Chancen habt ihr schon.
Ja. Nicht direkt das HRB. Nicht viel versprechen. Jetzt kurz mal die Charles da. Der Schwolle und er ist trotzdem drin. Er spielt plätschert so ein bisschen vor sich her. Leipzig klar in der Ballbesitz. Aber was soll er machen? Ja, hat er da was gebraucht? Ich hab das nicht gesehen. Warte mal eine Antwort. Haben wir vorne gespielt. Er hätte eine gute Chance für Hertha sein können. Ich bin auch von Leipzig. Ich habe da durchzuhören, das ist voll gespielt. Na. Ja. Freistoß. Leipzig. Ja, gute Halt von Schwollo. Leipzig macht nicht so viel aus der Überlegenheit. Ja, gut, dass da nochmal ein Fuß dazwischen kam. Ja, wenn er richtig trifft, kann er jetzt zum Ball vorteil auf der Linie. Ja, das ist mal eine Ecke. Die haben es nicht so mit dem Direktbringen, ne? Irgendwie. Ne, jetzt kann es keine Fans werden, aber. Ja, wenn sie alle erstmal mit dem Direkt stehen. Sehr, sehr gute Freistoßposition. Ja. Ich hab's jetzt nicht gesehen, ob es letzter Mann war, aber gelbe Karte auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Freistoßposition. Und wenn jetzt aus dem Spiel nichts läuft, dann sollte man das nutzen. Karte ist es genau. Karte ist genau Torwart. Ja, hat Hertha Glück gehabt, dass Leipzig die Presse ausnutzt, den Fehler. Thank you.
ne? Wäre fast mal 2-0, wenn jetzt nicht abgefälscht gewesen wäre. Wir haben jetzt Halbzeit. Es wurde nicht gepfiffen jedenfalls, erstmal. Aber Leipzig führt, denke ich mal, verdient. Aufgrund der Spielanteile, aber war jetzt kein berauschendes Spiel. Bin mal gespannt, ob das mit einer Reaktion noch kommt oder wie das Spiel weitergeht. Mannschaft kommt jetzt wieder raus. So, zweiter Halbzeit geht vielleicht los mit aktiven Leipziger. Thank you.
Hertha wird auch gleich wechseln. Und 3-1. 1-3. Nach der zweiten Halbzeit und durch den Elfmeter direkt wieder raus. Das darf in der Situation einfach nicht sein. Man muss zumindest kämpfen, bis der Schiri abpfeift. Vor allem für die Fans hier in Berlin. Um auf 2-5 zu verkürzen, aber auch geteilt von Torwart. Es kommt jetzt auch dazu, jetzt hat Hertha so viele Corona-Kranke. Mit dem Besseren natürlich in die Richtung. Und jetzt eine rote Karte. Ja, war schon weg, ist dann mal wiedergekommen. Jetzt nochmal Videobeweis. Schaut er sich nochmal an. Die rote Karte wurde zurückgenommen. Jetzt ist nur gelb. Das ist okay. Mhm.
gar keine Gegenwehr mehr. Einfach nichts. Also Leipzig ist natürlich stark, aber 1-6, egal in welcher Situation, ist schon hart, vor allem die Fans. Die Fans gehen jetzt auch auf die Großlücke dazu. Ich spür's gleich zu Ende. Ein paar Fans versammeln sich jetzt auch unten. Draußen schon abgehauen. Gespannt, ob die Spieler hier nochmal zu den Fans kommen gleich. Spiel ist auf. 1-6. Bahn, wie es weitergeht. Also, ciao, ciao!